Hallo meine lieben Simulationsfreunde, willkommen zu einem neuen Let's Play von mir und zwar zum Hotel Renovator. Das Spiel habe ich glaube ich schon ein bisschen länger auf der Wunschliste und es kam dann raus und deswegen dachte ich mir, komm, wir starten noch mal direkt rein. Wir diese Dame. Ja. Yumiko, auf geht's. Skippen wir mal und dann starten wir direkt los. Bin ich mal gespannt. Kennen ja schon Train Station Renovation. Ein paar andere. Oder Arena Renovation. Jetzt gucken wir uns das hier mal an. Wenn es denn da mal geladen hat. Aus urheberrechtlichen Gründen ist wie immer der Ton aus, also bitte nicht irritieren lassen, beziehungsweise die Musik. Hoppala. So, dann entsorgen wir hier erstmal alles. Gott sei Dank brauchen wir hier keinen. Beziehungsweise Gott sei Dank haben wir hier nicht, so wie bei anderen Renovierungsgames, dass wir einen Müllsack haben, den wir voll haben irgendwann und das entsorgen müssen, sondern wir packen das einfach und schmeißen das alles weg. Ah ja, okay. Machen wir aber erstmal das alles hier weg. Hoppala. Okay. Ich dachte zwar eigentlich mehr, das wird ja sowas wie Ding sein, wie nennt sich's? Überstreichen oder so, aber das ist hier wohl leider nicht der Fall.
Uiuiui, da haben wir aber einiges zu tun hier. Wir waren noch nicht mal im Bad. Vom Mutti-Decke dürfen wir dann wahrscheinlich auch noch machen. Ah, manchmal denke ich mir halt doch einfach die Klappe, aber naja, gehört halt eben auch dazu. Uiuiuiui. So, sollten wir das eigentlich alles haben? Bin ich mal gespannt, was für Gestaltungsmöglichkeiten wir hier dann haben. Sobald wir hier fertig sind. So. Können wir denn die Sachen aufheben?
Hier, das Papier müsste noch weg, aber ich weiß nicht wie. Hier auch. Mal bei der Steuerung. Ah, Umgebungsinformation mit F. Okay. Sind wir dann auf der Leertaste Gegenstand bearbeiten? Okay. Wenn ich jetzt wüsste, wie das gehen soll. Schön. Jetzt haben wir das alles weg. Jetzt hängt es aber daran. Ah. Okay. Sag aber bitte nicht die letzten 5%. Natürlich ist der Müll. Aber wieso kann ich den nicht? 97, okay. Ah, okay. Jetzt. Wie wähle ich das? Ah, eben, okay. Verwende was? Wähle ein Werkzeug. Ah, mit Mausrad, okay. Ah, dann wählen wir den Pinsel oder Rechtsklick wahrscheinlich. Ah, okay, alles klar. Der Tabulator, um zwischen den Farben zu wechseln. Machen wir erstmal Böden. Teppiche. Wir nehmen Teppiche. Ah, okay. Und jetzt wählen wir aus, was für Teppiche. Ah, was? Puh. Nehmen wir vielleicht doch Kacheln. Dass beim Fließen so schnell gehen würde.
Krass. Oh ja, ich glaube, das wäre gut fürs Bad. Gott, ich muss sagen, ich bin am Anfang verschrocken, gell? Als ich dann gemerkt habe, dass die Lampen noch kaputt gemacht werden mussten. Ich habe mir geht der Arsch auf Grundeis, weil ich gedacht habe, scheiße, jetzt musste alles nochmal von vorne anfangen, aber es ging ja dann doch. So, also Boden ist fertig, richtig? Ja, richtig. Brauchen wir jetzt Wände? Tapetenmotiv. Oh, sehr cool. Das sieht auch richtig cool aus. Zack, die nächste. Sehr schön. Sehr schön. Das Abgespacete nehmen wir hier hin. Sehr cool. Ach, das wird. Ich wollte schon sagen, wird das jetzt automatisch umgeklappt. Wir das gleiche hier auch. Krass. Die Wand machen wir mit. Das nennen wir dann Odenwald, genau. Krass. Das finde ich mal richtig cool. Einfach alles mit Fototapete fertig. Was haben wir denn hier? Oh. Oh ja. Tja, warum wenig machen, wenn man auch echt viel machen kann? Boah, das sieht richtig nice aus. Was haben wir denn hier? Ja, genau, machen wir das dahin. So, jetzt machen wir hier mal.
So. Krass. So. Wände sind fertig. Ja. Jetzt eigentlich gerne die Decken machen. Muster. An der Decke. Fische. Ich mag Bananen, aber überall Bananen an der Decke. Gleich haben wir das hier fertig. Ja. Krass. Einfach nur krass. Geil, die ganzen Fische. Das ist echt nice. So, Decke hier ist auch, ja. So, jetzt müssen wir Möbel. Möbel. Okay, was wir auf jeden Fall brauchen, ist ein Bett. Schränkchen, zwei Stück. Tisch. Stellen wir denn den Tisch an? Dann machen wir vielleicht hier hin. Im Moment soll auch noch ein Sofa rein. Dann machen wir den Tisch hier hin. Dann sollen wir Stühle. So, zwei Stühle. Eine Couch. Tisch. So, ein Sessel. Teppich. Oh ja. Vorhänge oder Jalousien.
Regale. Glaube, eine gute Stelle wäre vielleicht hier und da. Jetzt ab ins Bad. Na, jetzt. Badewanne, echt jetzt? Ich habe jetzt mehr an eine Dusche gedacht. Okay. Eine Badewanne, die packen wir am besten. So hin. Waschtische, genau, da machen wir zwei hin. Haben wir hier? Ah, eine Heizung. Ja, Toilettenpapierhalter wäre schon wichtig. Den mal hier hin. Handtuchhalter packen wir einfach mal hier hin. Auch wenn es nicht viel bringen sollte, was ich sinnvoll finden würde. Das fällt hier nämlich gar nicht auf. Hier ein Heizkörper. Vielleicht hier noch einer. Dekoration. Und wie kommen wir dahin? Reinigung, Möbel, Böden, Wände, Decken. Da war es, okay. Genau, Wandlampen. Deckenlampe. Spiegel.
Ja, Fernseher ist wichtig. Im Bad. Auf dem Pott hockt, Fernseher gucken. Wichtig. Hätten wir hier aber auch gerne einen hängen. Was war das davor? Das war Deckenlampe. Pflanzen. Deckenlampe. Aufkleber. Wow. Das andere, was hier aussieht wie das hier. Ah, Dekoration, okay. So, Dekorationen sind fertig, dann sind es noch hier diese Lampen. Ah. Nee, noch nicht. Ich hätte gerne hier noch eine Wandlampe. Zwar hier für den Tisch. Was hätten wir noch? Genau, ein Spiegel. Hoppala. So, dass die Person, die badet, auf Fernseher gucken kann, jetzt sind wir fertig. Halt. Besonderes. Das Kamera. Eine Angelrute. Zelt. Okay. Ich möchte gerne noch mal zu Dekoration, genau. Ich hier noch eins drauf und dann noch eins drauf. So, jetzt sind wir fertig.
So, wenn man sieht, wie verwahrlost es war und wie es jetzt aussieht, Hut ab, ey. $200 pro Tag. Nice. Buchungs-App? Wieso komme ich eigentlich nicht raus? Jedes Zimmer hat einen Sauberkeitsgrad. Wenn die Gäste das Hotel verlassen, sinkt der Sauberkeitsgrad. Okay. Die Zufriedenheit der Gäste hängt von der Sauberkeit der Zimmer ab. Der anderen Faktoren. Okay. Hier findest du über deine aktuellen Einnahmen und Ausgaben. Okay. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Status deines Hotels angezeigt. Vergiss nicht, es ist wichtig, die Gäste zufriedenzustellen. Okay. Ah. Okay. Geh zur Lobby. Ah. Jetzt Erdgeschoss. Ich bin gleich auf dem Weg. Erstmal das Ganze weg. Ganz vergessen. Eieiei. Zeug hier rumliegt und rumsteht. Ja gut, ich meine, in der heutigen Zeit wird man so Dinger jetzt nicht unbedingt wegwerfen, sondern wird es eher aufarbeiten.
bei Privatleuten, nicht bei einem Hotel. Ich weiß nicht, ob da was aufbearbeitet werden würde. Außer die würden explizit jetzt dafür stehen. Komischen Lampen und die komischen Bilder da weg. Kann bleiben, aber diese Bilder weg mit. Goldenes Ei gefunden. Okay. So, was willst du denn? Sollen wir lesen? Lieber Enkel, willkommen in meinem Hotel. Ich hoffe, ihr verhelft ihm wieder zu seinem alten Glanz. Vielleicht erlebt ihr am Ende sogar eine ziemliche Überraschung. Genießt dieses Abenteuer. Viel Glück, Roy Bennett. Oh, Qualitätsstufe 2, alles klar. Uiuiuiui. Hotelname. So. Laufen. Okay, guten Abend. Mein Name ist Vlad. Ich übernachte hier und habe ein paar bescheidene Anforderungen. Ich brauche Stille. Wenn ich gestört werde, kann ich ziemlich heißblütig werden. Meine Augen sind äußerst lichtempfindlich, deshalb brauche ich dunkle Vorhänge. Entfernen Sie bitte alle Spiegel. Ein Vampir? Gehe zu Zimmer 103. Okay. Ah ja, Etage 32 sind ausgebrannt. Jetzt verstehe ich das Ganze. Okay. Audi. Das sind ja 103. Hier ist gar keiner da. Ah. So, meine Freunde, das wird es jetzt aber gewesen sein zum ersten Teil des Gameplays zu Hotel Renovator. Und der zweite Teil folgt dann auch bald. Das heißt, der erste Teil, den seht ihr ja jetzt und direkt eine Woche später gucke ich, dass dann der zweite Teil dazu auch rauskommt. Ja, in diesem Sinne, ich finde das Spiel richtig cool, deswegen gibt es auch einen zweiten Teil. Und ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Einschalten und sage danke und bis zum nächsten Mal. See ya!